Es haben uns jetzt neue Bilder aus New York erreicht. Gerade 18 Minuten war es her, dass das erste Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit in einen Turm des World Trade Centers geflogen war. Kameras gerade von anderen Wolkenkratzern auf das Inferno gerichtet, als plötzlich ein anderer Jet in den Südturm rast. Im Inneren der Gebäude, wo werktags bis zu 50.000 Menschen arbeiten, bricht Panik aus. Von außen kann man kaum ahnen, was sich im Inneren abspielt. Viele rufen verzweifelt um Hilfe. Anderen bleibt nur der Sprung in den Tod. Eine gute Stunde später, während die Polizei den ganzen Süden Manhattans absperrt, passiert das, was sich bislang niemand vorstellen konnte. Der erste Turm des World Trade Centers stürzt ein. Niemand weiß, wie viele Menschen im Inneren sind, als Angestellte in Büros und Läden oder einfach als Besucher. Nicht nur Passanten, auch die Rettungskräfte sind völlig hilflos. Die Statik des zweiten Turmes hält ebenfalls nicht. Mit ungeheurer Wucht bricht er in sich zusammen. Von einem der höchsten Gebäudekomplexe der Welt bleibt nichts übrig. Eine Aschewolke legt sich über den Süden Manhattans. Die markante Skyline des Financial Districts ist nicht mehr vorhanden. Nur wenige können sich aus Flammen, Trümmern und Asche retten. Wie viele Tote es gibt, kann nicht einmal vage geschätzt werden.